Ich habe alle Birkenbäume in der Umgebung gefällt. Schön. Hast nichts für mich übrig gelassen. Nee. So eine Kacke. Ist aber sehr unfreundlich. Weiß. So, das kommt noch weg. Okay, dahin muss ich. Das kommt auch noch weg. Ich werde jetzt dann ein bisschen anfangen zu bauen. Ja. Oh, Creeper. Jetzt. Erst du, dann ich. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Es ist direkt hinter mir explodiert dieser unfreundliche Kerl da. Was wolltest du sagen? Dieser? Nichts. Bald musst du was erzählen. Wir hatten gerade so Physik und ich sitze da neben meiner besten Freundin. Und ich blätter so einfach ihr Heft durch. Da stehen halt voll viele scheiß Sachen drin, wie, boah, ich hasse Physik oder so eine Sache, einfach so Sachen, weil wir das immer in die Hefte schreiben. Okay. Und dann blätter ich so auf die letzte Seite, dort sind so zwei Dinos aufgezeichnet. Voll süße Dinos. Ich frage sie so, hä, warum ist da, dann sehe ich da, dass dort irgendwas steht. Frage ich so, was steht da? Die reißt mir das Heft aus der Hand, schreit mich an. Und ich so lange gebettelt, bis ich es ansehen durfte. Und da stand Hurensohn. Ich weiß bis heute nicht, warum sie dort Hurensohn stehen hat. Echt? Ja, und das ist voll... Oh! Voll unlogisch. Und deshalb durfte ich das nicht angucken, oder was? Ja, und immer wenn ich sie frage, warum steht da Hurensohn, einfach so. Ah, okay. Einfach so? Ja. Meine Mutter kommt nochmal rein. Oh, oder? Die sind nicht gut. Ja, mal gucken. Willst du nicht ein Schild draußen hinmachen? Ich könnte auch einfach rausgehen und sagen, Mama, komm nicht mehr rein, aber YOLO. Okay, woher weiß ich, dass das Weizen fertig ist, wenn es nicht mehr wackelt? Ein Plan. Nein, ich hab ihn fast fertig. Oh, nee. Oh, verkackt. Wie ich hier einfach nichts sehe, ohne Spaß. Ich sehe vielleicht... Ah! Oh! Das ist vielleicht... Ah! Das ist, ich seh, das ist schlimmer wie eine Horror-Map. Das ist genau so. Was ist eigentlich? Die hast du noch gar nicht hochgeladen. Ich weiß. Ich muss sie erstmal rendern. Ah! Wo ist der Creeper? Hä? Ach da. Ohne mein Herz, das macht nicht mehr mit. Da, ich hab dich, du weiß ich nicht. Du weiß ich nicht. Ja, du Zombie. Das ist so geil, ich hau einfach mal ins Schwarze rein. Nice. Irgendwohin. So, das ganze Weizen wackelt doch alles noch. Es wackelt. Und nicht jetzt, wenn viele denken, es wackelt. Nee. Mein Gott, verkneift's euch. So. Da muss ich an vorher denken. Hahaha. Ups. Ich will gerade mit Dirt ein Feuer, einen Ofen anmachen. Sehr schön. Wo ist denn jetzt? Da. Habe ich erst vergessen. War ich mir so dumm. Habe ich keine Kohle mehr? Ah, doch. Ah, so viel Kohle habe ich dir jetzt auch nicht mitgenommen. Ich habe einfach nur in die falsche Kiste geguckt. Ach so. Habe ich zwei Stacks? Jetzt nehme ich mal Holz mit. Und zwar 1, 2, 3, 4, so. Wenn hier irgendjemand irgendwas kaputt machen sollte, ich raste persönlich aus. Dann geben wir hier voll Mühe, das schön zu machen. Und dann macht's nachher einer kaputt. Hm. Dann bekommt er Prügel. Alter. Achtung, liebe Freunde, nicht Trissi angreifen, das wird schlecht. Das wird sehr schlecht.
Das geht schön. Das endet nicht gut, das kann ich euch jetzt schon sagen. Mhm. Legt euch nie mit Trissi an. Ja. So, wie mache ich's denn jetzt? Baue ich jetzt darüber? Was ist das? Ist das ein Junkfehler? Ach nee, das ist eine Insel. Am Tag geht's mit dem Regen, aber sonst nicht. Ja klar, was heller ist. Ich baue jetzt eh wieder ein Haus und weiß eh nicht, was ich da reinpacken soll. Weil in eine Richtung kann ich eh nicht machen. Ich auch nicht. Ich bin da voll der... Wie hoch muss denn das? 2, 3... Scheiße, wie hoch habe ich denn jetzt? 3, 4, 5... Ich mach mein Standardhaus. Du wahrscheinlich auch. Ich habe kein Haus, ich habe eine Berghütte. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das sieht komisch aus. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich lasse das so. Falle ich natürlich runter. Was mache ich eigentlich? Ja, wenn es jetzt so Leute gibt, die sich an den Kopf schlagen, ja, ich tue es gerade auch. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich habe einfach mal Erde hingeklatscht. Lol. So will ich das doch. Ah ja. Jetzt kommt der Baumeister Julian. So. Hallo, ich möchte gerne was hinbauen. Ah, jetzt. Jetzt kann ich damit... sein. Ich habe gerade eben meine Axt in die Truhe gelegt und jetzt baue ich mit Holz, ja. Oh mein Gott. So. Ich baue hier gerade einen Schutz für Idioten, damit die hier auch nicht runterfallen. Warum? Ich komme schon nicht zu dir zu Besuch. Keine Angst. So eine Kacke. Fragezeichen? Hä? Aufreg? Fragezeichen? Nee, alles cool. Wie weit mache ich das denn? Also wenn du mich mal besuchen kommst, muss nach den Cordis fragen, weil die weiß ich selber nicht. Boah, ich habe hier voll behindert gebaut. Boah, ey, jetzt kann ich das abreißen. Gleich abreißen. Boah, nee. Aber wie lange dauert es denn bitte, Zäune abzubauen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das braucht echt ewig. Mit Eisenaxt. Das dauert trotzdem ewig. Ja. Ich baue mich jetzt hier rüber. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die komplette Treppe anders machen muss. Nur weil ich zu dumm bin. Jawohl, Jump'n'Run Skills hier. Hast du vielleicht von den 100 Adventure Maps, die du schon gezockt hast? Ja, genau. Schon 20 Playlists voll. Husch, husch.
So, was essen? Was? Ach, puh. Da habe ich gerade Angst gehabt, dass mein Holz ausgeht. Irgendwie interessiert es mich gerade gar nicht, wie meine Hütte aussieht, sondern wie die Stiege hoch aussieht. Wieso das? Weiß nicht. Frage mich das gerade selbst. Aber ich werde heute Spaß haben mit dem gesamten Hochladen. Oh ja. Hey, warum was lädst du heute alles hoch? Alles, oder? Ja, so 4-5 Folgen auf jeden Fall. Dass du es halt nicht während der Schulzeit machen musst. Genau. So wie ich immer. Weil, liebe Freunde, ihr wisst, Rissi hat scheiß Internet. Ein Bambus. Bambus ist ein Scheißdreck dagegen. Ein Scheißdreck. Vor allem, ich habe die Logik von dem Typ nicht kapiert. Der will, anstatt einem 20-Minuten-Video, will der zwei 10-Minuten-Videos hochladen und sagt, dass es so viel Unterschied macht. Hat Logik eben. Ja, da ist echt Logik gefragt. Ich habe übrigens in der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, ja, Musik verwendet, die du mir vorher den Link geschickt hast. Echt? Ja. Ja, ich weiß, ich habe bei der Rust-Aufnahme die 1-Stunde-Version hintergelegt. Das heißt, die ganze Rust-Aufnahme hörst du nur dieses Lied und ich weiß nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es hier auch reinpacken soll. Du musst mir mal bitte die 1-Stunden-Version auch zukommen lassen. Okay. Weil ich die aber auch gerne haben möchte. Da müssen wir nachher nochmal kurz was reden. Erinnerst mich dran. Mach ich? Weil du musst da erst was, ein Formular ausfüllen, dass du dem seine Musik verwenden darfst. Okay. Aber mehr muss ich auch nicht machen. Und du darfst ein paar Lieder von dem auch nicht verwenden, weil da ist copyrighted drauf. Okay. Aber alles, was der hochlädt, die Lieder, die sind einfach nur so geil. Das Video oder das Lied, was ich dir geschickt habe, ist doch einfach nur cool. Einfach nachts rumchillen, irgendwas zocken und dann die Musik dazu hören. Mhm. Habe ich vorhin während dem Rendern auch gemacht. Vor allem dann noch volle Lautstärke und dann die Boxen voll aufmachen. Aber ich hasse laute Musik, ich weiß nicht. Echt? Ja, wenn dann immer so ruhige, leise Musik, ist für mich was. Aber laute nicht, oder? Nee, ich kann das nicht abhaben, wenn es so extrem laut ist. Okay, eins steht fest, ich muss noch Birkenholz suchen. Oh! Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den ganzen Boden damit machen soll. Ups. Wie baut man denn... Ach, egal. Wie baut man denn nochmal einen Kolben? Ach du Scheiße. Redstone, Eisen, Cobblestone und Holz. Ich habe keinen Redstone. Nein! Ich hab Redstone. Haha. Ey, sei nicht so fies. Bin ich fies. Ich habe mir vorhin noch überlegt, ob ich mir vielleicht nicht so 10 Redstone oder so mitnehmen will. Oder ob ich mir nicht mitnehmen sollte, weil ich wusste, dass ich für den Kolben Redstone brauche. Und dann habe ich vergessen. Mein Gott. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir aufnehmen. Warte, ich kann kurz gucken. Eine halbe Stunde. Ah, okay. Vielleicht, ich weiß nicht, muss ich mir noch überlegen, wie jetzt die jetzigen Folgen so sind. Aber vielleicht sind die kommenden Folgen immer mit An- und Abrede. Aber natürlich werden wir da auch Folgen am Stück aufnehmen. Aber das, ich weiß nicht, ich finde irgendwie mit An- und Abrede hast du irgendwie was Strukturiertes drin. Ja.